3 Jahre erst schon. Ab jetzt wird die Zeit ohne Spiderchen länger als die mit dem frechsten Hörnchenkerl, der immer sein Ding gemacht hat. Der Kämpferchen ein Freund war, der viel Unsinn angestellt hat, der gezeigt hat, wie man mit ganzen Kurbeln umzieht, wie ein Wildtier wild bleibt und trotzdem hier und da auch Nähe zulässt. Und niemand vergräbt eine Nuss sorgfältiger. Nichts Schöneres als zugeneigtes Vertrauen in den Augen eines wilden Wesens. Und viel zu vielen ist diese Erfahrung leider nicht vergönnt. Ich bin mir sicher, die Welt wäre eine andere, wenn das mehr erfahren würde. Spiderchen, der als richtige Rampensau auch ganzen Kindergartengruppen schon gezeigt hat, was man als Großstadt-Eichhörnchen so drauf haben muss, damit man hier klarkommt. Ups, was ist das denn? Gesundheit? Nur einmal hat er nicht aufgepasst, vor 3 Jahren. Aber Spiderhorn, Spiderchen, wird immer mein Herzenshörnchen bleiben. Gestern Abend war der Himmel auf einmal so rot, wie sein Schweif fast nie war. Und ich bin mir sicher, der steckt dahinter. Einfach hin und wieder hilft nach oben schauen. Wenn es draußen und drinnen ganz still ist, dann hört man mit Glück ein leises Ruck. Und man schaut nach, ob man doch immer noch eine Haselnuss auf Tasche hat. Man weiß ja nie.